So, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich möchte euch gerne die Macht zeigen von Aufklebern auf Rucksäcken. Ich habe einen Aufkleber Vegan Power auf meinem Rucksack und dann ist dieser Mann, Veganer, darauf aufmerksam geworden und hat uns dann eben angesprochen darauf, dass wir halt Veganer sind und so kommen Veganer ganz leicht ins Gespräch. Also ich empfehle euch, tragt T-Shirts mit veganer Message. Oder Aufkleber mit veganem Logo und dann werdet ihr schnell angesprochen und hiermit genießt das Video. Warum bist du Veganer? Warum? Machst du ein Video? Ja, mach ich gerade. Wenn ich ein Veganer bin, das Bewusstsein zu den Tieren, zu der Nahrung. Ich habe mir geschworen, erst wenn ich ein Tier selber töte, dass ich es dann esse. Aber ich traue mich nicht, willst nicht. Du hast noch keins getötet? Nee, deswegen esse ich auch kein Fleisch mehr. Und du lebst irgendwie auf dem Bauernhof oder so? Nee, ich lebe hier in der Egonstraße. Aber ich habe vorher im Wohnmobil gelebt, 2 Jahre. Ja? Okay. Also das Bewusstsein zu den Tieren? Ja. Genau. Und zur Nahrung. Und zur Nahrung? Ja. Okay. Und dass wenn man was möchte, dass man auch, ja, dass man sich traut, was dafür zu tun hat. Viele Menschen wollen gar nicht töten. Eigentlich nicht, ne? Ja, eben. Aber essen trotzdem Fleisch. Und ja, weil haben die keinen Bezug zu dem. Ne? da ist wie der Bezug, die Verbindung ist nicht da. Ja. Und du hast es geschnallt, sagen wir mal. Ja. Genau. Machst Video in YouTube, wenn eigentlich. Kann ich machen, wenn du sagst, ist das okay? Ja, kannst du machen. Okay. Ja, das ist ein Apfel. Ich habe schon mal einen Huhn getötet, weil ich war auf dem Bauernhof und der Bauer hat einfach Hühner getötet. Und da habe ich gesagt, ich probiere es auch mal aus. Aber es war halt schon schwer, also da ist so ein Gefühl eigentlich, aber wenn du es immer öfters machst, dann geht es irgendwann weg. Das ist schade. Also ein Metzger, der. Ich glaube, man verliert die Verbindung zu sich selber, wenn man sowas weitermacht. Ich glaube, man fühlt es, Ja. also man verliert die Verbindung zu sich. So wie viele in der Welt arbeiten gehen, obwohl sie gar nicht wollen, Jobs machen, die sie gar nicht wollen, rund um die Uhr. Ja, Kein Bewusstsein dahinter, sind sie unzufrieden, aber wenn sie in sich reinspüren würden, würden sie merken, dass Materialismus und der Konsum keine Lösung ist. Das stimmt schon. Aber wieso musst du arbeiten dann? Oder wieso arbeitest du? Mir macht es Spaß. Ich mache das seit letzter Woche und freiwillig. Ach so. Ja. Okay. Ich muss es nicht machen. Cool. Ja. Gute Einstellung. Ja, genau. Ich lasse mir offen, ob ich was mache oder nicht. Ja. Ja. Wenn ich keine Lust mehr habe, dann mache ich was anderes. So. Aber jetzt weiter zur Arbeit. Hab mich gefreut, dass ihr eingekauft habt an dem mit da am Stand. Immer, immer. Danke fürs Zugucken. Ja. Vegane Power. Vegan Power hier? Ja, ich sehe. Also macht's gut, Jungs. Schau, schau.